So, wir fliegen einmal nochmal nach oben. So, und dann müssen wir im Grunde genommen einfach nur geradeaus fliegen. So, guck mal. Und dann wird das schon. Na, jetzt wird es natürlich warm. Das war ganz toll. Das war ganz formidable toll. So, ich hoffe, wir sind jetzt ein Stückchen vorwärts gekommen. Das sieht alles sehr spannend aus. Was ist das da unten? Was ist das für ein ominöser Kreis? Da sehe ich einen Schrein. Was ist das da? Oh. Ah, ein Glück, dass wir eine Fee haben. Oh, das hätte auch sehr, sehr schief gehen können. Au! Wir hatten nur zwei Feen. Warum hat... Hä? Wir hatten nur zwei Feen, richtig? Warum hat denn uns nur eine geheilt und die andere hat so keinen Bock gehabt? Und wo sind wir jetzt? Aber wir sind direkt wieder hier. Ja, das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch. Ich hasse Elektrizitätsviechers. Was ist das für ein komischer Pilz? Ich gehe erstmal zum Shrine McShrine, ne? Jetzt muss ich mal gucken. Guck mal, wir haben noch eine Fee. Ich finde das sehr, sehr dubios. Hallo, das ist eine Gerudo-Dame. Was wird das denn? Savak. Hm? Noch ein Hylianer, was? Es ist zwar lobenswert, dass du es bei diesem Wetter hierher geschafft hast, genau wie diese Händler vor dir. Aber das Gebiet südlich vom Wüstenbazar wird momentan von einem Sandsturm heimgesucht und die Sicht ist gleich null. Auch gibt es Augenzeugenberichten von seltsamen Monstern. Darum würde ich an deiner Stelle meine Reise hier abbrechen. Die Oase steht unter dem Schutz von uns Gerudo-Kriegerinnen. Du könntest hier also ganz in Sicherheit entspannen. Das ist ja schön. Der Wüstenbazar. Sehr schön. Hello. It's me. Mayatata-Schrein. Mal gucken. Bitte lass es was Leichtes sein. Bitte, bitte. Rein da.
Ein da! Ins Vergnügen. Guten Tag. Rutschparty. Oh nein, das klingt, als würde es sehr, sehr nervig sein. Okay. Dinger rutschen hier runter und wohin? Bis jetzt gab es doch keinen schweren Shrine, Mac Shrine. Doch, also das vom letzten Mal, das fand ich sehr, sehr nervig mit den, mit der Kugel. Wo müssen wir denn? Hä? Ich bin sehr irritiert. Also die rutschen da nach unten. Da unten ist aber nichts. Oder? Nee, da ist nichts. Da sollten wir wahrscheinlich besser nicht lang. Wir müssen das Ding nehmen und irgendwas damit tun. Ich weiß aber nicht, was. Er rutscht ja auch nur darunter. Hä? Halt so instant so Überforderung. Ich habe keine Ahnung. Was müssen wir denn hier tun? Kann ich hier hochklettern? Nein. Hä? Instant Überforderung. Original. Ich schätze mal, dass wir da hoch müssen, oder? Aber wie tun wir das mit diesem Ding? Was hat das mit diesen, Gedöns hier zu tun? Oh ja. Das ist eine gute Idee. Zeitumkehr, ja. Warte. That's a good idea. Warte, nein, warte. Nein. Aha, nice. Perfekt, danke schön. Nice, sehr nice. So, dann haben wir den Part schon mal geschafft. Oh. Da sollte ich wahrscheinlich so besser nicht rein. Wir haben hier sowas. Das Ding können wir nicht bewegen, ne? Das ist sehr schade. Okay. Also, wir brauchen ihn hier und müssen ihn wahrscheinlich irgendwie zu so einem... Ah! Ultraboot umfummeln oder so. Warte. Drehen. So. Das funktioniert. Komm ich da? Ich komme da. Doch. Komm da ran. Guck mal. Aha! Steuern. So, oh Gott. Warte. Warte. Hallo? Hallo? Boah, Alter, ich sehe nichts. Warte mal. Na gut, dann düsen wir hier durch. Miau. Wir suchen mal die Kiste. Wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Warte. Okay. Bleibst da, ja? Ja, sehr schön. Das ist cool, Alter. Das ist richtig cool. So. Holzpfeile! Oder sollten wir wahrscheinlich nicht runter? So, jetzt müssen wir mal gucken.
Nee, warte. Boah. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Müssen wir nur einmal in die andere Richtung, so. Dann hier, so. Attacke! Woo! So, jetzt müssen wir da hinten hin. So, das ist, wir haben jetzt auch, wir haben auch alles sehr schön. Nice. Cool. Ah! Das war lustig. Okay. Kleine Startschwierigkeiten, aber okay. Die neuen Fähigkeiten habe ich mich noch nicht, immer noch nicht dran gewöhnt. Ah! So. Aber das ist okay. Ein Segenslicht! Sehr schön. Bing. Very good. Very good. Very good. So. Der Wüstenbazar. Oh, hier können wir Dinge kaufen. Röstbarsch. Oh, hier gibt's. Oh, nur begrenzt verfügbar. Ein Wüstenstirnschutz. 450. Ja. Das nicht immer Gerudos kennen? Mehr habe ich nicht davon. Alles deins für den bescheidenen Preis von 450 Rubinen. Okay. Sehr schön. Verrate ich dir ein Geheimnis? Das Stirnband, das du gekauft hast, ist ein Teil eines Sets. Es gibt auch noch einen Wüstenbeinschutz und einen Wüstenschulterschutz. Aber man kann sie nur an einem bestimmten Ort kaufen, und zwar im Gerudo-Geheimclub in Gerudo-Stadt. Und den findet man hinter der Boutique Wüstenblume. Oh, wo ich so drüber nachdenke, Voi dürfen Gerudo-Stadt gar nicht betreten. Ah, vergiss, was ich gesagt habe. Ah ja, wir brauchen also wieder unser Damen-Outfit. Öl, Frostmelonen. Kann ich bei dir auch Dinge verkaufen? Kauf von mir. Muss das sein? Ja, bitte. Ich muss doch ein bisschen haushalten. Lass mal gucken. Ich habe gar nicht mehr so viel Gedöns hier. Ich habe eine Farodra-Schuppe. Die könnte ich gut verkaufen, aber will ich das? Raubschleim. Ich verkaufe mal zwei Raubschleime. Zack, zack. Und den Saphir. Und die Bernsteine und die Leuchtsteine. Da haben wir, da verkaufen wir mal 5 Stück von. Und Feuersteine verkaufen wir mal 7 Stück von. Die bringen nicht so viel. Das ist ein bisschen läppsch, aber okay. Ja, und ansonsten war es das, glaube ich. Bye. Leuchtturm? Was machst du da? Was kosten die Frostmelonen? 16 Stück, 16 Rubine. Das ist. Aber ich glaube, ich werde ein bisschen was brauchen, leider Gottes. Weil. Ich mich ja noch eine Weile hier aufhalte und ich weiß nicht, wann wir an das Gerudo-Outfit kommen. Eine Melone. Die können wir mal zusammen machen mit einem Apfel. Kochen. Mal gucken, was bei herumkommt.
Einkühlungskochobst. Das ist aber nicht so ergiebig jetzt gewesen. Warte. Okay, so jetzt haben wir hoffentlich erstmal genug. Da sehe ich Gelee, ganz viel. Hallo, oh, hübsch. Pfeile. Ganz schön teuer alles. Alles ganz schön teuer. Oh, hier gibt es ein Rezept. Frostmelone. Was ist da? Tabanterweizen, Zuckerrohr und Butter. Und dann gibt das irgendwas richtig Nices. Boah, das sieht richtig geil aus. Gibt es eigentlich so ein Zelda-Kochbuch? Weißt du, so wie das WoW-Kochbuch? Gibt es sowas von Zelda? Und wenn nein, warum nicht? Das wäre voll nice. Oh, da sind... Na, komm runter hier. Ah. Palmfrucht. Wo ist die andere hingeflogen? Da. Komm her. Okay. Wir müssen immer noch nach Gerudo-Stadt. Aber wir haben immer noch kein Outfit dafür. Ha. Mal sehen, was er sagt. Gut, dass ich Flügel habe. Nun, guten Tag. Oh, mein Fehler. Ich habe zu lange hier gewohnt. Ich habe es mit Savak durcheinander gebracht. Das ist Gerudo-Sprache für guten Tag. In letzter Zeit tauchen übrigens einige seltsame Begrüßungen auf wie Wotta oder Sava. Steckst du auch wegen des Sandsturms hier fest? Muss schwierig für euch Hylianer sein, da ihr ja nicht fliegen könnt. Je höher man nämlich fliegt, desto schwächer wird auch der Sandsturm. Hättest du Flügel wie wir Orni, würde dir der Sandsturm keine Probleme bereiten. Sandsturm? Siehst du, wie dieser Sandstaub in der ganzen Gerudo-Wüste herumfliegt? Wenn du in einen Sandsturm bist, kannst du weder gut sehen, noch funktioniert dein Kompass. Die Oase hier ist nur dank des Aufwindes dort drüben nicht vom Sandsturm betroffen. Aber da wir Orni einfach über dem Sandsturm fliegen können, musste ich mir darüber noch keine Gedanken machen. Sieh zu, dass du nicht in diesen Sandsturm gerätst. Nun denn, lebe Vork. Hoppla. Da habe ich wohl gerade etwas vermischt. Zavork bedeutet in der Gerudo-Sprache lebe wohl. Süß. Ich habe Sand im Auge. Was ist das für eine Kugel? Okay. Ist diese Kugel nicht großartig? Ich wette, dass sie nicht nur uralt, sondern auch total wertvoll ist. Angeblich soll es in Gerudo-Stadt jemanden geben, der so altes Zeug untersucht. Da will ich die Kugel mal gründlich unter die Lupe nehmen lassen. Diese gehört mir. Merk dir das. Wenn du auch eine willst, musst du selbst danach suchen. Okay. Na? Aufwind! Okay. Also, scheiße. Können wir mal bitte einmal wieder nach oben? Also, im Grunde genommen brauchen wir nur geradeaus düsen. Warte. So, jetzt sind wir mitten im Sandsturm. Hurra. So lobe ich mir das. Eine Elektrofrucht. Mensch, was es hier nicht alles gibt, du. Was ist das da? Ach, das sind hier wieder... Oh. Ja. Was? Oh. Who the heck are you? Oh, disgusting. Oh, whatever it is. Warte mal. Können wir dich hier mit einfrieren vielleicht? Guck mal, hat hervorragend funktioniert. Gyptoknochen. Ein schauriger Knochen mit vielen scharfen Spitzen. An der Waffe befestigt erhöht der Knochen... Oh! Warte.
Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Da. Auf dem Boden. Tada! Ah, jetzt haben wir da einen Brustkorb dran. Das ist ja witzig. Wüstengraben. Na, das sieht ja herzallerliebst aus. Okay. Oh, ich glaube nicht, dass wir hier hochkommen. Oh. Oh, shit. Da ist so ein Vieh. Da sind ganz viele von diesen Viechern. Ja, das hat ja nicht so viel gebracht. Warte mal. Wow, die sind, eigentlich nicht so stark, aber man muss sie halt irgendwie erstmal vorher schwächen, ne? Reisezweihänder, okay. Oh, hier sind ganz viele von den Dudes. Oh, scheiße. Wie komme ich denn jetzt hier über den Graben drüber? Oh, no. Nein, warte. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Guck mal da hinten. Das sieht so aus, als wäre es von hier einfach viel einfacher. Ich würde gerne mal auf die Karte gucken, aber Karte funktioniert im Moment leider nicht. Oh, hier sind mal eben so random Frostmelonen. Nice. Was ist das da? Okay. Was auch immer es war. What? Oh. So, ich hoffe, ich renne immer noch in die richtige Richtung. Ansonsten wäre das sehr, sehr ärgerlich. Oh, hier liegt voll der Kram rum. Ölflasche. Ölflaschen, jede Menge Ölflaschen. Ach, ach. Ach komm, ach. Dingens, stop it. Warte. Kann ich euch da einfach so... Ja, das klappt nicht so gut, okay. Hatte ich gedacht, dass das vielleicht geht. Oh. Und auch daneben. Oh, wow. Wo kommt ihr her? Könnt ihr wieder aufhören, Sachen hier rumzuwerfen? Danke, Julien. Danke. Bye. Sehr schön. So, was haben wir hier hinten noch? Noch ein Horn. Oder da glitzert auch noch was. Noch mehr Pfeile. Was haben wir hier? Noch ein Apfel. Wo kommt denn der her? Und hier ist dann nochmal das. Okay.
Hier sind Kaktusfrüchte. Zitterfrucht. Juppdidi. Ist das... Oh. Oh, war ja. Also erstmal du hier. Ja. Bringt mir das Ding Aufwind oder macht es mich tot? Oder was bist du eigentlich? Warte mal. Oi, das ist aber auch ein bisschen... Bye. Ein Gipto-Herz. Das ist ja... Also diese Giptos, die sehen schon ein bisschen creepy aus. Das sieht aus wie Aufwind. Aha, guck mal. Ah! Wir sind auf einem guten Weg. Guck mal. Aber wir kommen leider nicht rein, richtig? Gerudo-Stadt. Hallo? Oh, wie sieht's denn hier aus? Oh mein Gott. What? Hier ist ja alles verwüstet. Oh, das ist aber schade. Die Musik klingt auch sehr, sehr bedrückend. Oh, Pfeil, komm her. Roll doch nicht weg! Muss ich da runter? Hallo? Werde ich rausgeschmissen? Hörst du mich, Pinja? Keine Vorkommnisse. Hm? Was, ein Voi? Bist du hier, um Schutz vor dem Sandsturm zu suchen? Hier ist die Untergrundstadt von uns, Gerudo. Es tut mir leid, aber kein Voi darf dieses Tor passieren. Voi? Boy? Voi? Oh, du kennst das Wort nicht? Voi bedeutet in unserer Sprache Mann. Es ist Gesetz bei uns, dass wir bis zu einem bestimmten Alter nicht mit Voi in Kontakt treten. Was ist da draußen los? Ist etwas passiert? Tja, hier ist ein Voi. Was, ein Voi? Kein Grund zur Sorge, es ist nur ein kleiner Voi, der nicht bis an die Kucklöcher reicht, durch die wir reden. Niemand kann ihn sehen und er sollte auch niemanden sehen können. Eigentlich dürfen Voi Gerudo-Stadt gar nicht betreten. Aber wir befinden uns gerade im Ausnahmezustand. Solange du dich in der Untergrundstadt fernhältst, werde ich ein Auge zudrücken. Wenn du Schutz vor dem Sandsturm suchst, kannst du dich in einem der Häuser an der Oberfläche ausruhen. Wow. Ganz schöne Prinzipienreiter, du, mein lieber Scholli. Okay. Okay. Wir müssen da hinten hin. Da ist oben jemand auf dem Dach. Hey, oh, da sind Viecher. Was sind das für Monster? Warte. Ich kümmere mich drum. Kann ich mit dieser Ölflasche irgendwie was Geiles machen? Oh. Scheinbar nicht. Ich habe gedacht, es würde vielleicht explodieren oder so, aber... Irgendwie nicht. So, das war okay. Das war läppsch. Hey, Typis. Was sind das für Monster? Ha, schon wieder eine Stimme. Hm? Puh, hast du mich erschreckt. Du bist ja nur ein ganz harmloser Hylianer. Ich dachte schon, du wärst der Geist einer holden Maid, die von Monstern umgebracht wurde. Um die zu sehen, bin ich nämlich hier, musst du wissen. Also die Gerudo-Maiden, nicht die Geister. Tja, aber leider ist hier tote Hose. Nur ab und zu hört man aus dem Brunnen eine Stimme. Und im Westen bewegt sich manchmal ein kleiner Schatten. Wahrscheinlich sind hier alle von diesen Monstern abgemurkst worden. Und wir sollten uns in Acht nehmen, damit wir nicht auch bald zu den Geistern gehören. Okay. Aufregend.
Wir gucken mal, was so im Thronsaal los ist. Hallo? Wollen wir uns hier hinsetzen? Schade. Tja. Da sind noch mehr Zitterfrüchte. Warte mal. Sehr schön. Und da sind noch mehr Melonen. Dass hier in der Wüste wachsen, das wundert mich ein bisschen. So, dann gehen wir wieder hier hoch. Also, wir brauchen auf jeden Fall wieder ein Kostümchen, damit wir hier irgendwie vorwärts kommen. Nun. Das schwebende Schloss. Die Suche nach Zelda. Auf der Suche nach Wahrheit. Hilfesuchenden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das haben wir alles geschafft. Weißer Vogel weiß den Weg. Die Bitte eines Stallers. Ein Knochenpferd müssen wir. Ja, ja. Alles cool. Ja. Ich glaube, bis dahin können wir hier erstmal nicht groß was anfangen, ne? Natürlich tragisch. Hier war doch Schreini Mac Schrein da oben. Machen wir mal den Schrein, dann haben wir zumindest hier einen Verbindungspunkt. Dann können wir hier bei Zeiten wieder zurückkehren. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Look at this. Oh, ist das cute. Oh, damn, ist das cute. Untersuchen. Riccios Tagebuch. Hier befindet sich Riccios Tagebuch. Okay. Heute habe ich einen beunruhigenden Bericht von Billa erhalten. Ein unbekanntes Miasma dringt unter Schloss Hyrule hervor. Wer es berührt, soll krank davon werden. Unsere Verbündeten Link und Zelda befinden sich in Hyrule. Sicher werden sie die Situation unter Kontrolle bringen. Mich hat ein neuer und leider auch unfreundlicher Bericht erreicht. Link und Zelda sind unter Schloss Hyrule verschollen. Dann stieg das Schloss in die Luft empor und gleichzeitig erschienen auf der ganzen Welt zahllose schwebende Inseln. So viele unglaubliche Phänomene. Was ist nur mit dieser Welt los? Und sind die beiden in Sicherheit? Während wir uns immer größere Sorgen um Hyrule machten, wurden auch wir Gerudo vom Unheil heimgesucht. Ein unerwarteter Sandsturm tobte über der Stadt und ihrer Umgebung. Wir haben uns in den Untergrund geflüchtet, aber als wir den Sandsturm untersuchten, wurden wir von einer Horde seltsamer Monster angegriffen, den Gyptos. Leider erwies sich mein neu entdeckter Blitzschlag als wirkungslos gegen sie. Viele Verletzte strömen in die Stadt und die Situation ist sehr unübersichtlich. Als Königin kann ich mich nicht vor meiner Verantwortung drücken. Das runde Steintor zur Untergrundstadt kann kein Monster überwinden. Es ist auch ein Segen, dass wir dort über reichlich Wasser verfügen. Wir müssen die Wasserwege aber gegen Feinde schützen. Für alle Fälle sollten wir auch das Loch hinter dem Thron verschließen. Hier herumzusitzen ist nutzlos. Ich werde die Untergrundstadt in Billas Obhut lassen und meinen Blitzschlag üben. Die Ruinen im Norden sind nicht weit von der Stadt entfernt. Sie sollten für mein Training am besten geeignet sein. Ich trage so viele Sorgen für die Gerudo und die Welt mit mir herum. Aber nun tue ich einfach, was in meiner Macht steht. Sicher würde meine gute Freundin Zelda so etwas sagen. Ich bete zur Obosa, dass sie und Link in Sicherheit sind. Okay. Ruinen im Norden, ja?
Müssen wir gleich mal gucken. Um welche Ruinen es sich da handeln könnte. Mal gucken, kommen wir hier hoch? Wir versuchen es mal. Und wenn nicht, dann weine ich. Boah, dieser Stock, ne? Der nervt ein bisschen. So überdimensional. Das sieht sehr, sehr dubios alles aus. Haben wir hier noch einen Ausdauertrank oder so? Warte mal. Ausdauertrank nicht, aber so ein Ausdauer... Dings da. Das sollte hoffentlich reichen. Ich höre Geräusche von draußen. Das sieht gut aus. Da ist so eine Geoglyphe. So, dann haben wir schon mal den Schrein. Sehr schön. Schreini, Mac Schrein, rein da. So, was haben wir hier? Vergrabenes Licht. Okay. Da haben wir sowas. Warte mal. Können das nicht hochheben. Wir können das auch nicht einschalten. Okay. Kriegen wir den Sand hier weg? Kriegen wir den Sand hier weg? Nein. Nein. Ah, warte. Und das wiederum? Oh nein. Ah nein, das wollte ich nicht. Können wir den Sand damit wegfegen? Ich frage nur. Tatsache. Naja, oder auch nicht. Er hat sich aber bewegt. Aha, er muss nur näher dran. Okay. Witzig. Da ist eine Truhe. Okay. Das ist ja cool. Können wir das Ding einfach wegpusten? Ein kleiner Schlüssel. Ah. Entschuldigung. Sehr nice. Rainer. Wir haben auf jeden Fall noch eine Dings da. Ach, hallo? Au! So, folgendes. War? Ich brauche, glaube ich, mein Dings da von hier.
Mein Ventilator, mein Ventilenti. Komm her. Da. Ventilenti, kommen Sie mal her. Da rein. Puste mal den Scheiß weg. So, jetzt haben wir das da. Was macht es? Ich würde mal vermuten, dass das irgendwas reflektiert, aber... Von wo? Ich dich damit blenden? Nee. Also das funktioniert schon mal nicht. Das habe ich mir anders vorgestellt. Das ist sehr schade. Was macht es denn? Kann ich das Ding irgendwie anwehen? Oder kann ich, was kann ich damit machen? Was bewirkt es? Guck mal, wer macht denn da draußen so einen Krach? Was ist da los? Ich bin sehr irritiert, warte mal. Der Dude geht mir auf den Sack hier. Mich so an ihn ran. So. Ah, was mache ich denn jetzt hiermit? Warte mal. Also ich hätte schwören können, dass ich damit irgendwas reflektieren kann, aber... Irgendwie. Was hat man hier jetzt für Möglichkeiten, sag mal. Ah, hier ist noch ein Sandding. Warte mal. Vielleicht verbirgt sich hier des Rätsels Lösung. Nein, so nicht. Aha. Warte, was? That's interesting, okay. Ah nee, komm, bleib doch stehen. Okay, das war nicht so. Oh. Witzig. Also jetzt haben wir ganz viele von diesen Dingern hier.
Oh, der ist irgendwie größer als der hier. Kommen wir damit durch? Nee. Warte. Warte durch so. Jetzt haben wir da ganz viele von diesen Dingern hier. Ein Ventilatorfächer. Witzig. Das ist irgendwie ziemlich cool, ne? Muss ich mal so sagen. Aber was machen wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt hier die Ventilatoren. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch gerade. Also hier ist sonst nichts mehr, ne? Doch, da oben, warte, da oben ist was. Da kann man was bewegen, aber wie soll ich denn da hochkommen? Ich bin sehr irritiert. Wie soll ich denn da hochkommen? Wir können aber hier hoch, sehe ich gerade. Na, immerhin. Ach komm. So, dann haben wir hier noch so... Oh, oh, warte. Nein, stopp, 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 stopp. Noch so ein Spiegeldings. Und hier, was ist das? Hier haben wir ein Ventilator-Dings. Das ist schon mal wichtig. Komm, das muss jetzt nicht sein. Das muss jetzt halt auch nicht sein. Aha. Oh, okay. Wow. Das ist krass. Kann man das bewegen? Nee, ne? Okay. Dann muss ich das ja wohl... irgendwie hier drauf... Oh. Fantastisch. Kann ich das denn... irgendwie so platzieren, dass es nach unten leuchtet? Okay. Jetzt leuchtet es da zumindest schon mal. Das ist ja zumindest schon mal ein kleiner Fortschritt. Schauen wir mal, ob das uns jetzt in irgendeiner Form... Nein. Das ist irgendwie... gleißendes Licht. Warte mal. Irgendwo in diese Richtung. So.
I'm not sure. Wir versuchen es mal. So, der Lichtstrahl, der geht jetzt hier durch, ne? Ja, okay. Das ist schon mal gut. So, jetzt könnten wir eventuell... Haben wir das hier? Ja. So, das ist schon mal die richtige Richtung. Aber jetzt müssen wir... Ah, nee. Nur so ein Schuss ins Blaue. Okay. Es reicht noch nicht gänzlich, warte. Das kriegen wir aber hin. Glaube ich. Haben wir hier noch so ein... Da. Nee, doch. Da. Oh, die Truhe geht auch. Komm. Scheiß drauf. Wir nehmen die Truhe einfach mit. Das wird. Pass auf. Das wird jetzt. Ah. Warte. Das bleibt halt auch nicht so. Bleibt halt nicht offen, ne? Warte. Ah, fall doch nicht um! Mist, jetzt ist es das bisschen zu hoch, scheiße. No! Mann, mein vortrefflicher Plan ist fehlgeschlagen. Aber ich habe gerade eine andere Idee gehabt. Warte, wir könnten das so platzieren. Dann... Machen wir das in diese Richtung. Wenn das ein bisschen weiter unten ist. Warte. Das muss... Oh Gott. Oh mein Gott. Ist das kompliziert. Scheiße. Es muss halt vom Winkel her genau passen, ne? So eine Scheiße. Ich hätte halt gehofft, dass das aber... Das ist viel zu hoch, ne? Das ist viel zu hoch. Warte mal. Ja, bleibt das jetzt offen? Ach, guck mal, es bleibt jetzt offen. Ach, guck mal. Ich wollte das gar nicht so kompliziert. Es bleibt einfach jetzt offen. Was?
was. Aber es fehlt immer noch eine Truhe. Hä? Wo soll denn hier noch eine Truhe sein? Warte mal. Irgendwas übersehe ich noch. Warte mal. Das ist nur der Spiegel. Hier ist sonst nichts mehr. Hä? Oh nein! Oh, falscher Knopf. Oh. Kriegen das alles hin? Alles gut. Alles in bester Ordnung. Ha, wo könnte denn jetzt noch eine Truhe sein? Hier ist doch sonst nichts mehr. Ach doch, da oben, das Ding, ne? Oh, wie komme ich denn da? Oh, ich habe eine Idee. I have an idea. Warte mal. Nein. So. Ihr habt eine vortreffliche Idee. Oh. Ernsthaft? Warte. Komm schon. Es ging gerade auch höher. Ah. Komm. Höher. Höher. Mist. Warte. Oh, ist das alles nervenaufreibend hier verbinden? Jetzt aber. Danke. 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 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 10 Holzpfeile. Sehr schön. So, das war's jetzt aber, ne? Ja. Geschafft. Easy peasy. Lemon squeezy. Gar kein Problem. Auf geht's. Sehr schön. Sehr schön. 4 Segenslichter. Oh yeah. Oh, Mensch, dieser Stuhl, der macht mich wahnsinnig. So. Also. Wo kriegen wir denn jetzt das Gerudo-Outfit her, damit wir hier bei den Gerudos rein können, sag mal. Ich habe Fragen. Ich bin sehr irritiert. Da hinten sehe ich noch einen Shriney McShrine. Die Ruinen nördlich, hat sie gesagt. Warte mal. Nördlich. Ruinen. Das da? Da ist auch noch ein Shriney McShrine. Die Richtung. Die meint bestimmt diese Ruinen da hinten, ne? Da, wo auch der Shriney McShrine ist. Pass auf, wir fliegen mal in diese Richtung. Und dann schauen wir mal. Auf geht's. Willkommen im Sandsturm. Oh.
Hilfe! Hier sind ein paar von den Viechern. Das finde ich aber bedenklich. Ist das ein Krog? Nein! Ach, ist kein Krog. Okay. Ich möchte mal hier bitte den... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Das Spiel spielen wir nicht. Nein. Tschüss. Oh Mist. Ich sehe nichts mehr. Warte. Immer geradeaus. Das ist eine sehr lebensfeindliche Umgebung hier. Alles will mich töten. Hör mal, ist hier Riju? Nord-Gerudo-Ruinen, okay. Zitterkraut! Und Zitterling! Oh! Aha! Riju! Ah! Da? Daneben! Wieder daneben. So schaffe ich es nie, mein ganzes Volk zu beschützen. Link? Sieh mal an. Welch unerwartete Begegnung. Riju, Königin der Gerudo. Einmal mehr kommst du genau im rechten Augenblick. Süß. Mensch, sie ist erwachsen geworden. Guck mal. Weil lieber Scholli. Schloss Hyrule ist in den Himmel aufgestiegen und Zelda ist verschwunden. Und jetzt suchst du nach ihr. Link, ich fühle mit dir. Auch für mich ist Zelda eine teure Freundin und wir müssen sie finden. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dir dabei zu helfen. Und deswegen muss ich zusehen, dass ich der Bedrohung, der wir Gerudo gegenüberstehen, bald ein Ende mache. Es war nicht einfach, den ganzen Weg hierher zu kommen, oder? Was ist denn das da hinten an seinem Schild? Was tropft da? Ich habe Fragen. Dieser Sandsturm zog zur selben Zeit auf, als auch das seltsame Geschehen um Schloss Hyrule seinen Anfang nahm. Kaum, dass wir es uns versahen, erstreckte sich der Sturm über die ganze Wüste mitsamt unserer Stadt. Und er brachte Schwärme unbekannter Monster mit sich. Wir nennen sie Gyptos. Sie sind langsam, aber fast immun gegen Angriffe. Sie haben uns die Untersuchung des Sandsturms nicht leicht gemacht. Hast du mir gerade zugesehen? Ich versuche gerade, diese Übungspuppe mit einem Blitzschlag zu treffen. Denn vielleicht wären Blitze ja eine effektive Attacke gegen Gyptos. Aber ich habe diese Technik erst vor kurzem erlernt. Ich kann sie noch nicht so einsetzen, wie ich es gerne hätte. Ich will diese Kraft schnellstmöglich zu beherrschen lernen. Und die Bedrohung durch die Gyptos ausschalten. Außerdem will ich herausfinden, wo dieser Sandsturm herkommt und dir bei deiner Suche nach Zelda helfen. Hilfst du mir dabei zu lernen, wie ich meine Kraft richtig einsetze? Schieß für mich einen Pfeil auf die Übungspuppe dort. Ich versuche dann, sie mit einem Blitzschlag zu treffen. Okay.
Warte. Ha! Lief hier spitze. Dann weiter zum nächsten Schritt. Ziele auf die Puppen dort. Wir sollten versuchen, sie alle auf einmal auszuschalten. Das geht nicht, wenn man direkt auf eine Puppe zielt. Ziele stattdessen in die Mitte zwischen den drei Puppen. In etwa dort, wo der Felsen rausragt. Doch je weiter das Ziel meines Blitzes entfernt ist, desto länger muss ich die Energie aufladen. Vergiss das nicht, klar? Okay. Warte. Ja! So langsam habe ich es raus. Die Gyptos können sich auf was gefasst machen. Link, vielen Dank für deine Hilfe. Aha. Was war das? Das war doch nicht der Sandsturm. Du hast es auch gehört, oder? Eine Nachricht, Herrin! Eine Horde Gyptos greift den Wüstenbazar an. Billa hat sich schon dorthin auf den Weg gemacht. Wie? Gut, verstanden. Ich danke dir. Link, wir sollten uns auch schleunigst zum Wüstenbazar aufmachen. Ohne deine Hilfe beim Zielen kann ich meine Blitze noch nicht richtig einsetzen. Ich bitte dich erneut um Unterstützung. Der Wüstenbazar liegt in einer Oase nördlich von Gerudo-Stadt. Das weißt du noch, oder? Demonstrieren wir diesen Gyptos mal, wozu wir in der Lage sind. Okay. Können wir machen, ja. Ich will aber erstmal mich hier umgucken. Ein Ritterbogen! Geil.